Aloha, moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Mond. Beim letzten Mal haben wir die Prüfung vom Plätscherhügel vom lieben oder von der lieben, ich weiß es weiterhin nicht, Tracy bestanden, indem wir das Herrscher-Pokémon ein sehr groß, zu groß geratenes Lunadis besiegt haben. Dadurch hat der Regen hier aufgehört und so weiter. Und wir haben als Dank den Aquium Z bekommen. Unseren dritten Kristall, den Wasserkristall. Und ich habe mich beim letzten Mal offscreen hier noch ein bisschen umgeschaut und musste feststellen, ich glaube, hier in diesem Gewässer kann man tatsächlich nur Tentacha und Fenion fangen, die wir schon beim letzten Mal kurz gesehen haben. Oder es gibt vielleicht hier noch etwas, was wesentlich seltener ist, denn so viel weiter umgeschaut habe ich mich hier nicht. Denn ich habe ehrlich gesagt nicht mehr so viel Lust, nach wilden Pokémon zu suchen. Denn im Wasser dauert das wirklich relativ lange, bis mal ein wildes Pokémon auftaucht. Und Gott sei Dank, kann uns Tracy direkt zum Pokémon Center auf Route 5 zurückbringen. Und diese Hilfe nehmen wir jetzt einfach mal dankend an. Wir haben ja von ihr auch eine Angel bekommen. Ach, und die hat uns direkt hierher gebracht. Als nächstes steht die Kiavis-Prüfung bevor. Sie wird im Veler Vulkanpark abgehalten. Veler Vulkanpark, okay. Ach, und noch was. Hast du die Mogelbaum bei der Ohana-Farm gesehen? Die kleinen Racker waren umgezogen, also habe ich mein Aquium Z ausgepackt und ihnen eine Kostprobe meiner Z-Kraft gegeben. Danach haben sie sofort das Weite gesucht, diese Arschgeigen. Wie würden sie wohl reagieren, wenn du auch plötzlich vor ihrer Nase dein Aquium Z zückst? War das ein Wink mit dem Zaunfall, was wir tun sollen? Aber um ein Aquium Z einzusetzen, brauchen wir natürlich auch eine Wasserattacke. Und dazu wiederum brauchen wir ein Wasser-Pokémon. Das ist natürlich... ja, doof, würde ich jetzt nicht sagen. Wir heilen erstmal kurz unser Team. Denn ich wollte ja auf jeden Fall ein Wasser-Pokémon so langsam mit ins Team nehmen. Und wir hatten ja während der Prüfung auch einige gefangen. Allerdings, glaube ich, ist keins dabei, was ich unbedingt haben möchte. Gucken wir nochmal ganz kurz auf die PC-Box. Denn ich wollte ja sowieso noch unser Marmoliga kurz anschauen, das wir gefunden haben. Nicht bewegen. Ich wollte zum Bericht. So. Das ist unser Marmoliga, das über schon 75 KP verfügt. Auf Level 15. Holy shit. Und ja, ich habe richtig in Erinnerung, die physische Verteidigung ist der deutlich bessere Verteidigungswert. Was mir aber gerade etwas überrascht, dass der physische Angriff genauso hoch ist. Ist das normal? Also vom Wesen her hat es auf jeden Fall ein neutrales Wesen. Und es hat die Fähigkeit Hydration. Heilt bei Regen Statusprobleme, eine ganz nette Eigenschaft. Aber ich glaube, die versteckte Eigenschaft ist wesentlich besser. Nämlich die Belebekraft. Aber um ein Pokémon mit einer Versteckenfähigkeit zu fangen, muss man, glaube ich, hier in Pokémon Sonne und Mond diese Methode, die Hilferufmethode, so heißt sie, glaube ich, ne, anwenden. Man muss also das gegnerische Pokémon dazu zwingen, immer und immer wieder Hilfe zu rufen, denn dadurch, für die, die es nicht wussten, steigert die Chance, dass die Verstärkung, die dann eintrifft, bessere DV-Werte hat, dass diese eventuell sogar die versteckte Fähigkeit haben kann. Und es steigert sogar die Chance auf Shiny-Pokémon. Vielleicht werde ich das irgendwann, wahrscheinlich aber erst gegen Ende des Spiels, werde ich das wahrscheinlich mit euch gemeinsam mal ausprobieren. Diese Hilferuf oder Notruf heißt sie, glaube ich, diese Fangweise. Aber das schauen wir uns irgendwann im Verlaufe des Spiels noch an. Ansonsten haben wir noch einen Lusardin gefangen und ein Arakwa, dass ich mal gar nicht so uninteressant finde. Ich weiß bloß nicht, ob es eher der physische oder spezielle Angreifer ist. Oder ob es ein komplett defensives Wasser-Pokémon ist. Es hat auf jeden Fall eine Entwicklungsstufe. Das konnte ich auch anhand des Pokédex schon erkennen. Es kommt auf jeden Fall erstmal mit nach unten hier. Denn da unten in der letzten Reihe sind alle möglichen Teammitglieder. Unter anderem auch noch unser Evoli, das aus dem Ei geschlüpft ist, überraschenderweise. Ich glaube, die beiden Pflanzen-Pokémon möchte ich nicht ins Team nehmen. Aber das werde ich mir, glaube ich, noch bis zum nächsten Mal überlegen. Und noch eine Sache wollte ich eigentlich zwischen den Parts schon machen, habe ich aber vergessen. Und zwar wollte ich wieder
Da ist übrigens unser Aquium-Set. Ich wollte. Genau, ich wollte den EP-Teiler wieder ausschalten. Wir haben ja gesehen, das Herrscher-Pokémon war auf Level 20 und unsere meisten Teammitglieder sind schon auf Level 21 bzw. Level 19 ist Mundoro, der jetzt erstmal an die Spitze für Umbra kommt. Und eigentlich müsste ich auch Luna mal an die Spitze setzen, oder? Ich glaube, bei den nächsten Kämpfen werde ich Evoli nach vorne setzen, wobei, wartet mal, ich kann Evoli, glaube ich, so oder so nach vorne setzen. Denn Evoli hat doch die Fähigkeit Angsthase, ne? Genau. Also sollten wir einem wilden Pokémon begegnen, das zu stark für Evoli ist, können wir trotzdem einfach flüchten. Dank der Fähigkeit Angsthase ist eine Flucht nämlich zu 100% garantiert. Okay, also no problem, auch was das angeht. Aber eigentlich wollte ich auch nochmal hier zurück. Denn wir erinnern uns, im Pokémon-Center, in dem wir gerade eben waren, war doch ein Typ, der ein Barschwa wollte. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass man Barschwa hier angeln kann. Andererseits, Barschwa waren schon in den Vorgängereditionen immer relativ seltene Pokémon. Guck mal, wir können sogar von hier aus angeln, ohne zu surfen. Wenn wir schon mal die Möglichkeit haben, möchte ich es mal ganz kurz ausprobieren. Aber ich nehme mal an, dass man hier tatsächlich Barschwa fangen kann, oder? Okay, das ist kein Barschwa. Ähnelt zwar ein Barschwa, aber ist es eben dann doch nicht ganz. Kapador interessiert uns nicht. Angsthase von Luna wirkt und dadurch sind wir problemlos entkommen. Ich weiß allerdings nicht, ich glaube, das werde ich sogar nochmal offscreen nachschauen müssen, ob wir da eventuell eine bessere Angel benötigen. Oder eventuell sogar ein Barschwa mit der normalen Angel fangbar ist. Sollte das der Fall sein, das werde ich wie gesagt zwischen diesem und dem nächsten Part offscreen nochmal nachschauen. Dann werde ich sogar nochmal zurückgehen, um ein Barschwa zu fangen. Aber was ich auch nicht vergessen habe, war dieser Typ hier. Der wollte ja mit uns kämpfen, sobald wir alle Trainer auf dieser Route besiegt haben. Aber das scheint immer noch nicht der Fall zu sein. Wo ist denn hier noch ein Trainer auf der Route 5? Wir haben hier doch echt kein Übersehen, oder? Oder weiter oben. Wenn das noch zu Route 5 gehört, was natürlich durchaus sein kann, dann haben wir momentan keine Möglichkeit, alle Trainer hier zu besiegen. Was ich ein bisschen doof finde. Aber gut, kann man, glaube ich, an der Stelle nichts machen. Gut, dann... Du warst doch keine Trainerin, ne? Ne. Da ist noch ein Bärenbaum, aber der interessiert mich jetzt gerade nicht. Gehen wir lieber nach Ohana zurück. Denn die Mogelbaum, die Mogelbäume, die Mogelbaums, was ist die Mehrzahl vom Mogelbaum? Sollten, wobei wir brauchen ein Wasser-Pokémon im Team, ne? Die stehen bestimmt immer noch da, ne? Natürlich, wir brauchen tatsächlich ein Wasser-Pokémon im Team. Gott dammit. Gut, dann müssen wir nochmal kurz zurück zum Pokémon-Center. Das habe ich doch glatt vergessen. Da müssen wir mal kurze Zeit, leider Gottes, ein Teammitglied aus unserem Team entfernen. Ich wollte hier nochmal ganz kurz gucken. Gegen dich haben wir auch gekämpft, ne? Ja. Nee, wir können tatsächlich noch anscheinend nicht alle Trainer besiegen. Aber okay, dann brauchen wir mal kurzzeitig ein Wasser-Pokémon im Team. Ich hoffe wirklich sehr, dass man hier ein Sterndu fangen kann. Sollte das nicht der Fall sein, kann ich mich auch anfreunden mit einem Arakwa. Typ Wasserkäfer, drei Schwächen gegenüber Flug, Gestein und Elektro. Wobei Gestein wahrscheinlich nicht mal so schlimm ist, könnten wir damit Wasser kontern. Das sind immer so meine Gedankengänge, die ich bei einer Typenkombination habe. Welches Pokémon packen wir mal ganz kurz raus? Ich würde sagen, unsere Gloria darf mal kurzzeitig auf die Bank. Aber erstmal gucken, das hatte doch eine Wasserattacke, ne? Nicht, dass ich jetzt hier komplett fehle, aber es hatte den Blubstrahl, genau. Habe ich richtig in Erinnerung. Und du bekommst jetzt erstmal ein Item, mein Freund. Geben bitte. Und zwar kriegst du den Aquium Set. Talalada, trägt es bereits. Und dann haben wir sogar die Möglichkeit, beziehungsweise wir werden sogar dazu gezwungen, diese neue Z-Attacke im Kampf einzusetzen, um eben den Weg
frei zu machen von den doofen, bösen Mogelbäumen. Ich nenne sie jetzt einfach Mogelbäume. Mogelbaums. Whatever. Und dann gehen wir es mal an. So, ihr beiden. Mogel. Ach, wir müssen die Attacke gar nicht im Kampf einsetzen, okay? Die seltsamen Bäume haben sich direkt zum Dom Royal aufgemacht, ohne anzugreifen. Okay. Heiner. Das hat sie bestimmt daran erinnert, wie sie von Tracy und ihrer Z-Kraft nass gemacht wurden. Also ist Tracy doch eine Sie. Ja, der zweite Gedanke war in dem Fall dann doch der richtige. Jetzt sind sie jedenfalls weg und stehen nicht mehr jedem im Weg. Dafür kriegst du ein Geschenk von mir. Da, nimm. Zauberwasser, was wir schon einmal im Besitz haben, aber vielen Dank dafür. Vielleicht sind die Mogelbäume ja zum Dome Royal aufgebrochen, um durch mehr Training ihre Angst vor dem Wasser zu verlieren. Kennst du den Dome Royal? Das ist die Heimat des Battle Royal. Voll cool, oder? Okay, klingt interessant. Den werden wir auf jeden Fall einen Besuch abstatten. Aber vorher nochmal wieder zurück zum Pokémon Center. Denn ich möchte Aquara dann doch erstmal wieder aus dem Team nehmen. Ich weiß nicht, ob wir jetzt unbedingt ein Wasser-Pokémon dabei haben mussten oder ob es gereicht hätte, einfach nur das Item zu besitzen. Könnte auch durchaus sein, dann war diese Aktion jetzt völlig unnötig. Aber sei es drum, haben wir ein bisschen Zeit mal wieder verschwendet. Aber das sind wir alle von mir ja gewohnt. Gut, haben wir Aquara also doch nicht in Aktion gesehen, aber für die Zukunft könnte durchaus passieren. Denn ich sag's nochmal, zwischen diesem und dem nächsten Part werde ich offscreen nochmal nachschauen, ob man hier irgendwo in der Nähe Sternen fangen kann und b, ob man hier irgendwo in der Nähe mit der normalen Angel schon ein Barschwarf fangen kann. Und dementsprechend werde ich dann darauf reagieren, welches Wasser-Pokémon wir ins Team nehmen. Aber jetzt sind wir erstmal auf der Route 6, wo ich glatt mal von Tauros zurück und wieder absteige. Route 6, gerade weg. Gerade weg, gerade weg. Okay, toller Beiname für eine Straße, wo wir erstmal ein Item finden. Und ich glaube, ich habe da gerade im Hintergrund ein wildes Pampuli irgendwo gehört, was ja auch immer noch ein potenzielles Teammitglied werden kann und höchstwahrscheinlich auch wird. Und guck mal, da unten haben wir schon unseren nächsten Questmarker für die Hauptstory. Aber vorher werden wir diesen Knirps hier besiegen. Na du? In Alola gibt es nur einen einzigen wie mich. Man nennt mich Anthony den Knirps. Na? Ich meine, die Insel hier oder die Inselgruppe ist auch nicht besonders groß. Da ist die Wahrscheinlichkeit relativ gering, dass jemand noch Anthony heißt und genauso klein ist wie du. Da muss ich dir wohl recht geben. Und Knirps Anthony hat zwei Pokémon, ein Magpi. Cool. Magma haben wir ja schon gesehen. Ich glaube, es war sogar in Ohana selbst, oder? In dem ein Haus war ein Magma-Paradies. Und ich bin gerade etwas überrascht davon, wie groß Magpi ist. Es ist größer als Evoli. Und Magpi, sorry, wenn ich das so sage, sieht relativ fett aus. Magpi ist doch ein Baby-Pokémon. Warum ist das so fett? Okay, Level 15 auf jeden Fall. Evoli, schaffst du das? Ich vertraue dir, Luna. Setz den Ruckzuck lieber ein. Schneller bist du dann auf jeden Fall. Und Flammkörper. Na, Prost Mahlzeit. Das war keine so gute Idee. Oh shit, und Feuerwirbel. Das ist sehr schlecht. Denn der Feuerwirbel macht uns jede Runde Schaden, genauso wie die Verbrennung. Und was noch schlimmer ist, wir können nicht auswechseln. So war das doch, ne? Im Feuerwirbel können wir, glaube ich, nicht wechseln. Luna kann nicht ausgetauscht werden. Holy shit, das ist kein guter Start für unser Luna. Denn die Verbrennung halbiert ja auch noch unseren physischen Angriff. Und deswegen macht der Ruckzuckhieb gar keinen Schaden mehr. Und das ist doppelt schlecht, dreifach schlecht. Denn wir wissen ja, Luna, Evoli entwickelt sich nur zu einem Nachthaarer durch besondere Zuneigung. Und wenn wir Evoli, also Luna, besiegen lassen, sinkt die Zuneigung. Und deswegen werde ich jetzt den Kampf wahrscheinlich ein bisschen in die Länge ziehen müssen, indem ich Heiltränke anwende. Und irgendwann hoffe, dass der Feuerwirbel
nicht mehr wirkt, dass wir dann aus dem Feuerwirbel befreit werden, denn dann können wir auf jeden Fall wechseln. So lange müssen wir aber auf jeden Fall warten. Der Feuerwirbel scheint noch aktiv zu sein. Ich glaube, der Feuerwirbel hält 3 bis 5 Runden, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Wir können immerhin noch einmal angreifen. Ja, hallo? Animation von... Keine Ahnung, was das war. Von dem Feuerwirbel hat ein bisschen lange gedauert. Finte. So, mal gucken. Der Feuerwirbel ist immer noch aktiv. Was wiederum bedeutet, dass ich auf jeden Fall noch einen weiteren Trank anwenden muss. Sorry, Leute. Zögert das natürlich ein bisschen hinaus, aber ich möchte auf keinen Fall, dass Luna, unser Evoli, irgendwie drauf geht. Steht übrigens auch kurz vor dem Level Up. So, ich hoffe, wenn es Feuerwirbel einsetzt, wird die... Genau, das wollte ich gerade sagen. Wenn es neu Feuerwirbel einsetzt, wenn schon ein Feuerwirbel aktiv ist, dann wird der Counter nicht wieder von 0 auf angezählt, sondern wir sind jetzt vom Feuerwirbel befreit und konnten Gott sei Dank jetzt wechseln. Und zwar zu Mundoro, was ich vorher schon machen wollte. Denn das sollte Feuerattacken ganz gut wegstecken. Hallo Magby, wie geht es dir? Da kommt die Finte. Und das steckt es weg wie nichts. Denn eine Finte ist natürlich nicht sehr effektiv auf Unlicht. Unlicht auf Unlicht. Und wir sind sogar wieder fast voll geheilt. Sehr schön, Mundoro. Und Mundoro hat ja beim letzten Mal den Giftzahn gelernt. Oder beim vorletzten Mal. Ich weiß es gar nicht mehr. Ach nee, komm, hör auf. Keine Rauchwolke. Bitte nicht die Genauigkeit senken. Aber Giftzahn trifft. Gott sei Dank. Bitte keine Verbrennung. Bitte kein Flammkörper. Gott sei Dank. Das war doch mal ein gutes Gelingen. Luna erreicht Level 16. Sehr schön. Und die Überreste heilen Mundoro jetzt auf 100%. Mangunio kommt. Ja, wobei, da kann Mundoro auch mal eben drin bleiben. Evoli darf beim nächsten Mal dann auf jeden Fall wieder kämpfen. Giftzahn, go. Schnüffler, oh nein, es hat uns erkannt. Und was ich gerade erkannt habe, dass ich nicht darauf geachtet habe, wann ich angefangen habe aufzunehmen. Oh, sehr schön. Der Giftgriff kommt zur Wirkung und es wird vergiftet. Aber ich glaube, länger als eine Viertelstunde geht der Part noch nicht, oder? Oder 20 Minuten schon? Ah, man verliert, oder ich verliere vor allem, wenn ich Pokémon spiele, völlig das Zeitgefühl. Bei allen anderen Spielen, die ich so let's playe, kann ich das so einigermaßen einschätzen. Aber bei Pokémon vergeht die Zeit so schnell, vor allem weil immer solche kleinen Kämpfe dazwischendurch sind, wo man nicht so richtig zuordnen kann, wie lange haben die jetzt eigentlich gerade gedauert. Du musst voll gut sein, wenn du den einzigartigen Knieps aus Alola besiegen konntest. Was hat das denn damit zu tun, gut zu sein? Ich glaube, das kann jeder, du kleiner Knieps. Dich haut jeder in die Pfanne. So, jetzt müssen wir aber erstmal kurz Evoli heilen. Und ich erinnere mich, dass ich blöderweise einen Feuerheiler letztens verkauft habe. Und stattdessen müssen wir jetzt irgendein anderes Item opfern. Wie zum Beispiel das Maxi Malasada, das alle Statusprobleme heilt. Wie zum Beispiel eben auch Verbrennung. So, und dann werden wir noch einen Trank, einen normalen Trank einsetzen. Jetzt haben wir nur noch einen einzigen normalen Trank. Sehr schön. Und Ovoli. Und Evoli ist wieder voll geheilt. So, da haben wir noch eine Grasfläche und einen weiteren Trainer. Und den Trainer, ich wollte gerade auf ihn zugehen, aber er hat uns zuerst erkannt. Ich bin Schüchter und schier Pokémon auf. Ja, das machst du sehr schön mit deinen Bewegungen. Sollte das etwa unterstreichen, wie du deine Pokémon heranzüchtest? Pokémon-Züchter William mit einem einzigen Pokémon. Was züchtest du denn so? Einen Mogelbaum hat er gezüchtet. Wie es einfach nur dasteht, wie so ein Model. Mogelbaum ist das Model unter den Pokémon. Und wie es sich einfach nicht bewegt. Das ist sensationell. Auf jeden Fall ein ziemlich schlechtes Matchup für Evoli. Deswegen müssen wir Luna mal austauschen. Ein Gesteins-Pokémon. Da sind wir, wenn ich ganz ehrlich bin, relativ schlecht aufgestellt. Liegt daran, dass wir weiterhin kein Wasser- und kein Pflanzen-Pokémon im Team haben. Was machen wir denn da? Gloria regelt. Damit sehen wir Gloria das erste Mal
in ihrer neuen vollen Pracht, in der eines Busses. Es sieht für mich aus wie ein Bus. Eine Mischung aus Batterie und Bus. Doppel B praktisch. Auf jeden Fall, die Verteidigung scheint ziemlich gut zu sein. Nur 3 Schaden bekommen. Käfer auf Gestein ist, glaube ich, nicht sehr effektiv, ne? Deswegen müssen wir da mal zum Funkensprung greifen. Was jetzt natürlich auch mehr Schaden macht, weil... Jo, das macht ganz gut Schaden. Und ist auch noch paralysiert. Und kriegt die Full-Para. Sehr schön. Denn durch die Entwicklung hat Gloria auch noch den Elektro-Typen hinzugekommen, was mich sehr freut. Typ Elektro-Käfer, sehr geile Kombo. Und mit 3 Funkensprüngen... Oh, es macht Mimikry und kann jetzt ebenfalls Funkensprung einsetzen. Was ist allerdings nicht so viel nützt, denn ein 3. Funkensprung wird Mogelbaum fällen. Achtung, Baum fällt. So, geht zurück in den Pokéball und Luna erhält jede Menge Erfahrung. Sehr schön. Ich bin schüchtern. Es tut mir leid, dass ich verloren habe. Warum tut es dir leid? Und du musst dich bitte nicht entschuldigen. Ich habe nur das getan, was ich für richtig hielt. So, hier haben wir noch eine neue Grasfläche, wo man, glaube ich, auch Evolis unter anderem fangen konnte. Was ist das denn für ein Zugang? Konnten wir da vorher schon hin? Da ist erstmal ein Mangunior, das wir eiskalt ignorieren, weil es einfach scheiße uninteressant ist. Genauso uninteressant wie ein Radfratz oder ein Bidifas oder irgendetwas ähnliches. Einfach uninteressant. Wo sind wir denn jetzt hier? Wir sind in Ohana. In einem kleinen Hintergässchen. Wo wir einen versteckten Superschutz erstmal finden. Okay. Haben wir hier noch irgendwas? Eine TM! TM 88, die Schlafrede. Ja, warum nicht? Können wir jetzt aktiv momentan kaum benutzen. Schlafrede ist natürlich immer eine schöne Kombination mit der Attacke Erholung. Die wir allerdings noch nicht besitzen. Natürlich, 2 Schritte im Grasfeld fällt uns sofort wieder ein wildes Pokémon auf den Hals. Ein Yorkleff. Oh, du bist so süß. Aber wir haben ja schon eins gefangen. Nur um es anschließend zu tauschen gegen ein Flubberl war es, glaube ich, ne? Oder Frubberl? Heißt es Flubberl oder Frubberl? Frubberl heißt es, glaube ich. Frubberl, by the way, habe ich offscreen auch nochmal im Pokédex nachgeschaut. Können wir demnächst auch auf einer anderen Route fangen. Wäre also gar nicht nötig gewesen, es gegen Yorkleff zu tauschen. Aber trotzdem, ein Pokémon will ich hier nochmal kurz mir anschauen. Vielleicht gibt es hier sogar noch etwas Neues. Wenn jetzt ein Evoli kommt, ne? Nein, es kommt ein Mabuda. Aber du bist leider auch nicht besonders interessant. Denn wir haben ja schon deine Weiterentwicklung. Lieber Käfer. Deswegen hauen wir mal lieber ab. So, Evoli übrigens schon wieder kurz vorm Level-Up. Es zieht relativ schnell nach. So, was jetzt auch nachzieht, ist ein bisschen Story, wie es aussieht. Wer bist denn du? Und hallo, Team Skull. Hey, du da! Ja, dich meine ich. Willst du mir kurz helfen? Hier drüben! Ach du, kleines Geschöpf. Ich hoffe mal, du bist eine Sie. Jojojo, dreh uns nicht den Rücken zu. Hä? War das nicht gerade noch ein Männchen und ein Weibchen von Team Skull? Auf einmal sind da 2 Typen. Ey Mann, ist das nicht der von Mede Mede? Diese Typen sind gemeine Pokémon-Diebe. Kennst du die etwa? Nein, die sind mir unbekannt. Das ist krass gelogen, yo. Mein Name ist Hapu. Merkt euch das gefälligst. Ist in größeren Städten wie dieser etwa normal, dass auf offener Straße Pokémon-Diebe ihr schmutzigen Handwerk nachgehen? Nicht mit mir. Los, du übernimmst den da. Ey, was heißt hier Diebe, yo? Wir machen nur hier unseren Job, Mann. Wir wurden nur nach Akala versetzt, weil uns der da auf Mele Mele abserviert hat. Das kann man jetzt auch falsch verstehen. Aber diesmal stellen wir die Sache auf den Schädel, yo. Yo, krasse Kampfpose. Okay, dann dürfen wir mal wieder ein Team Skull-Rüpel verkloppen. Ich weiß immer noch nicht so genau, etwas mit denen anzufangen. Okay, es ist der Typ mit dem Traumato. Den sind wir tatsächlich auf Mele Mele schon 2-mal begegnet. Ich erinnere mich.
Hast du dein Traumato denn trainiert, mein Freund? Level 17, zumindest ein bisschen. Ich hoffe mal, dass wir mit Evoli da durchkommen. Ja, wobei Traumatos Verteidigung ist gar nicht so schlecht und er blockiert unseren Ruckzuckhieb. Das finde ich jetzt nicht so nett. Denn Ruckzuckhieb ist unsere stärkste Attacke. Aber okay, da müssen wir mal zum Tackle greifen. Der nicht so viel weniger Schaden macht. Giftwolke. Okay, war mir ehrlich gesagt gar nicht bekannt, dass es die Attacke beherrscht. Evoli ist vergiftet. Aber was willst du machen? Wir greifen trotzdem weiter mit Tackle an. Kann es schon eine Psycho-Attacke? Konfusion, oder? Nö, oder auch nicht. Es kann anscheinend noch keine Psycho-Attacke. Kopfnuss. Steckt Evoli, Luna auch ganz gut weg. Aber was hat Luna mit den Statusveränderungen? Im letzten Kampf erst die Verbrennung, jetzt vergiftet. Es zieht das Unglück praktisch an. Aber Traumato sollte down gehen. Ja, Gott sei Dank. Bye bye, Traumato. Und es reicht für ein Level Up. Level 17, sehr schön. Er lernt noch irgendeine neue Attacke. Biss. Oh ja, Biss ist nett. Biss ist nett. Biss zu haben ist immer eine schöne Sache. Und da würde ich sogar glatt den Tackle für vergessen lassen. Dessen Stärke ja auf 40 reduziert wurde, habe ich glaube ich schon letztens irgendwann mal gesagt. Beziehungsweise am Anfang des Let's Plays habe ich mal gesagt. Und Sternschauer auch gleich noch hinterher. Zwei Attacken auf einmal. Okay, wenn es so ist, machen wir auch mal den Sandwirbel weg. Den brauchen wir ebenfalls nicht. So, aber das sollte es dann erstmal gewesen sein. Ich bin fix und fertig, Bro. So, und ich glaube, dein Bro ist auch fix und fertig. Denn ich denke, unsere neue Kumpanin hat ihn besiegt, Fragezeichen. Jo, wenn man nur der Loser ist, lässt man auch schon mal den Schädel hängen, ne? Drift. Oh, sie hat einen Driftdorn, sehe ich jetzt erst. Bam! Und die Weiterentwicklung von Pampuli hat sie auch dabei. Was höre ich da? Du willst sie beiden platt machen, Pampros? Nur zu, diese aufgeblasenen Typen bestehen sowieso nur aus heißer Luft. Boah, lass uns über die Kurve kratzen, jo. Kein Bock, hier meinen Schädel zu riskieren. Jo, ich sag's dir nochmal. Mein Bro redet ständig von Schädel, damit du dir endlich mal in deinen dicken Schädel reinhimmelst, Mann. Merk dir gefälligst endlich, wer er ist. Keine Sorge, ich werd's immer wieder vergessen, beziehungsweise so tun, als hätte ich's vergessen. Hey, fährst du allein nach Hause? Achso, das Driftlon gehört dir gar nicht. Okay. Bye, Driftlon. Ich bin froh, dass es seinen Weg alleine findet. Hm, du hast dem Kleinen sehr geholfen. Wie heißt du eigentlich? Killer? Skeptischer Blick? Ein guter Name. Deine Art zu kämpfen gefällt mir auch. Da steckt viel Herz drin. Pampros und ich sind viel auf den Inseln unterwegs, um unser Ziel zu erreichen. Wir sehen uns bestimmt irgendwo wieder. Schließlich schulde ich dir noch was für deine Hilfe. Kein Ding, wir haben es doch gerne getan. Pampros! Okay, aber was ist euer Ziel? Ach ja, Killer. Du solltest dich unbedingt mal am Battle Royale versuchen. Du hast auf jeden Fall das nötige Zeug dazu. Pampros sieht das genauso. Aber wie genau, und da reitet sie davon, aber wie genau funktioniert hier das Battle Royale in Pokémon Sonne und Mond? Beeilen wir uns, ich möchte schnell zum Dom Royale. Ich möchte aber zum Battle Royale. Das ist jetzt ein gewisser Twist. Was sollen wir jetzt tun? Nach oben geht es zur Ohana Farm, rechts zum Avenue Royale. Finden wir dort etwa das Battle Royale und das Dom Royale? Ich habe keine Ahnung. Können wir noch weiter nach unten? Wo geht es denn hier lang? Erstmal zu einem Tippschild. Tipps für Trainer! Die Pokémon, die du bei dir hast, werden zutraulicher, wenn du mit ihnen herumläufst. Es gibt Pokémon, die sich entwickeln, wenn sie genügend Zutrauen zu ihren Trainer gefasst haben. Wie zum Beispiel Evoli zu Nachtara. Danke für den Hinweis. Und wir wollen jetzt fälligerweise ein Nachtara. Aber liebe Freunde, ich gucke mir hier nochmal ganz kurz ein bisschen um. Wir nehmen, denke ich, die Trainerin hier auf jeden Fall noch mit. Und dann müssen wir langsam, aber sicher, glaube ich, schon wieder zum Ende kommen. Ich hoffe, du hast deine Pokémon gut trainiert. Ansonsten wirst du verlieren gegen mich und meine unglaubliche Schönheit. Mein Name ist Dorker. Was ein hässlicher Name. Okay, aber genug davon. Was hast du denn Schönes? Ein Tragosso. Ein einsames Pokémon für eine einsame Schönheit. Problem ist, Tragosso hat eine ziemlich gute Verteidigung und ich habe vergessen, dass Luna vergiftet ist. Aber ich glaube, wir würden hier mit Evoli sowieso nicht viel Schaden anrichten. Deswegen werden wir mal wechseln.
Und mir fällt immer wieder auf, wenn wir gegen ein Gesteins- oder Boden-Pokémon kämpfen, dass wir endlich mal ein Wasser- oder Pflanzen-Pokémon im Team brauchen. Gegen Boden setzen wir mal Stella ein. Sie hat zwar auch nur physische Attacken, aber ich denke, sie wird ein bisschen mehr Schaden machen als Luna. Here we go. Und Bodenattacken kann es ja vor allem gegen uns, gegen Stella nicht einsetzen. Wir machen mal den Pflücker. Gucken, wie viel Schaden das macht. Wir sind immerhin 4 Level höher. Ja, ungefähr die Hälfte. Silberblick. Jetzt wurde unsere Verteidigung schon halbiert. Ist nur die Frage, kann es ein Angriff, der uns Schaden zufügt? Ja, wobei, es kann wahrscheinlich Kopfnuss, ne? Das könnte wehtun. Ich hoffe, Volltreffer, Pflücker oder so. Na, leider nicht. Nochmal Silberblick. Wie oft willst du denn noch unsere Verteidigung senken? Kleiner Tipp, liebe Schönheit. Du scheinst ja ganz schön doof zu sein. Man muss auch irgendwann mal angreifen, um einen Pokémon-Kampf zu gewinnen. Aber das wirst du heute nicht mehr lernen. So, bisschen Erfahrung. Und Schönheit Dorka ist besiegt. Wie beeindruckend. Zähneknirsch. Okay. Da haben wir erstmal noch ein paar Zertrümmerersteine, die ich aus dem Weg räumen will. Denn da kommen wir zu einem Item. Ein Sonderbonbon. Ja, warum nicht? Nehmen wir natürlich mit. Und noch mehr Zertrümmerersteine und ein Grasfeld. Da wechsle ich doch mal glatt von Tauros zu Bisbark. Denn hier ist irgendwo ein Item versteckt. War doch sowas von offensichtlich. Nämlich Carbon. Eine Pokémon-Droge. Unsere erste, die wir hier in diesem Spiel finden. Was die Initiative dauerhaft steigt. Werden wir aber, glaube ich, für gut Geld verkaufen. Hallo, Kuriogel. Kuriogel in einer anderen Form, um genau zu sein. Das Kuriogel, das wir bislang getroffen haben, war ja von Typ Elektroflug. Und ich glaube, das hier ist vom Feuerflug. Aber ich habe weder Interesse an einem Feuer- noch an einem Flug-Pokémon. Deswegen werden wir Kuriogel einfach mal ignorieren und werden davonlaufen. Was mich gerade interessiert, hat das Kuriogel einen anderen Pokédex-Eintrag? Wo ist Kuriogel? Ich muss mal ganz kurz gucken. Da ist das Kuriogel. Laufen alle Kuriogel unter den gleichen Namen? Es sieht fast danach aus. Also hat das Feuer-Kuriogel einen anderen Pokédex-Eintrag. Verstehe ich das richtig? Oder auch nicht, denn ich sehe es gerade nicht. Ich bin gerade verwirrt. Übrigens, wo wir gerade hier sind, ich wollte nur mal kurz gucken, ob man Magby hier irgendwo fangen kann. Ja, kann man später in der Region fangen. In der Region kann man später übrigens auch Datiri fangen. Habe ich offscreen schon mal nachgeschaut. Aber ansonsten, wie das mit Kuriogel funktioniert, bin ich mir immer noch nicht so richtig sicher. Ich weiß, dass es 4 verschiedene Formen gibt, die wahrscheinlich auch alle unter dem gleichen Pokédex-Eintrag laufen, oder? Aber ich habe ohnehin kein besonders großes Interesse, eins ins Team zu nehmen, auch wenn sie alle relativ cool aussehen. Aber das Aussehen macht bekanntermaßen einen ja nicht stark. Und da sind wir aus Versehen in eine Trainerin reingerannt. Alola, Alola. Herzlich willkommen, Trainer. Okay. Ich hoffe, du machst die Bewegung jetzt nicht die ganze Zeit während des Kampfes. Das wäre leicht irritierend. Tänzerin Sonja fordert dich heraus. Hübsches Outfit, by the way. Und das meine ich sogar ausnahmsweise ernst. Wobei, das Kleid ist hässlich. Guckt euch das Alola Kokobai auf ihrem Kleid an. Und vor allem guckt euch das neue Kuriogel an. Das Feuerflug-Kuriogel. Ich habe keine Ahnung, ob sich die Werte bei den einzelnen Kuriogel unterscheiden. Ist mir ehrlich gesagt auch egal. Wir werden auf jeden Fall auswechseln, weil Luna immer noch vergiftet ist. Wir werden wechseln zu Mundoro, der vom Level her noch am schwächsten ist. Und ich habe gerade gesehen, Undichtattacken sind sehr effektiv. Ist es doch kein Feuer-Pokémon?
Der Windschnitt hat auf jeden Fall, ja, ordentlich Schaden gemacht gegen Slimer. Aber habe ich das gerade richtig gesehen? Jo, tatsächlich. Dann ist das doch kein Feuerflug, sondern Geistflug. Kann das sein? Wenn Biss und Raub schon sehr effektiv sind. Erwartungsgemäß ist Choreoge schneller. Das war kein Volltreffer. Das hat gerade ganz schön Damage gemacht, mein Freund. Ich glaube, ein weiterer Windschnitt würde sogar ausreichen. Das gefällt mir nicht, wie sich das Ganze hier entwickelt, mein Freund. Ich setze mal sicherheitshalber einen Trank ein. Ein Supertrank, um genau zu sein. Er macht nochmal Windschnitt. Oh, jetzt geht die Attacke natürlich daneben. Hätte ich das mal gewusst, ne? Aber sowas kann man natürlich nicht erahnen. Dann greifen wir nochmal mit Biss an. Ja toll, jetzt greift sie zum Schnabel. Der nicht ganz so viel Schaden macht. Es scheint nur Flugattacken zu beherrschen. Aber das Choreoge müsste dann tatsächlich von Typ Geist und Flug sein, wenn mich nicht alles täuscht. Level 20 für Mundoro. Sehr schön. Und fast genauso viel, oder sogar mehr als genauso viel, bekommt Evoli. Hulala, hulala. Voll enttäuscht. Dieser Blick, dieser leere Gesichtsausdruck. Die haben gerade einen Menschen innerlich zerstört. Und es tut mir kein bisschen leid. So, irgendwas ist hier noch versteckt. Und zwar genau da. Ein X-Tempo, was wir definitiv verkaufen werden. Aber vorher werden wir noch einen weiteren wilden Pokémon begegnen. Und dann müssen wir so langsam echt mal zum Ende kommen. Hier ist noch ein Yorklef. Ich glaube, ich werde offscreen nochmal kurz nachschauen, welche Pokémon man hier noch fangen kann. Und ich könnte vorher vielleicht theoretisch nochmal zurück ins Pokémon Center. Aber auch das werde ich nochmal offscreen dann erledigen, um die Vergiftung von Evoli zu heilen. So, haben wir sonst noch irgendetwas hier? Hier ist nur noch ein Routenschild. Und wo geht's da hin? Wo geht's denn hier hin? Kantai City? Ah, I see. Jetzt sind wir zurück in Kantai City. Bei der Passage, wo uns beim ersten Mal, als wir dort waren, der eine Mensch mit ihrem Bissbark oder seinem Bissbark nicht durchlassen wollte. Alles klar. Ich bin wieder im Bilde. So, ein wildes Pokémon gucken wir uns noch an. Und dann war es das auch schon wieder für heute. Da soll mal ein wildes Pokémon kommen und dauert das wieder zu lange. Was haben wir denn Schönes? Nichts Besonderes, nämlich nur ein Yorklef. Gut, liebe Freunde, ich würde sagen, dann machen wir jetzt einen Schnitt. Und was mir jetzt gerade erst aufgefallen ist, by the way, wenn ein Pokémon vergiftet ist, werden wir erstmal flüchten. Bis zur letzten Generation war das doch so, dass vergiftete Pokémon auch Schaden nehmen, wenn wir hier ganz normal herumlatschen. Also jetzt zum Beispiel würde es normalerweise auch Giftschaden bekommen, aber anscheinend wurde auch dieser Effekt weggelassen. Oh, weiß ich jetzt nicht, ob ich das gut oder schlecht finden soll. Ist mir relativ Mumpe. Was mir nicht Mumpe ist, ist, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschalten würdet. Nein, es war ein ganz schlechter Übergang. Ich entschuldige mich dafür. Ich wollte mich doch nur bedanken, dass ihr bei diesem Part von Let's Play Pokémon Mond dabei wart. Und ich hoffe natürlich auch, dass ihr beim nächsten Mal wieder einschalten werdet. Was mich sehr freuen würde, dann werden wir den Battle Royale, der Avenue Royale, was auch immer Royal, einen Besuch abstatten. Was uns dort erwartet, sehen wir dann beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao, sagt euer Killer.